Nach der Explosion einer österreichischen Gasstation am Dienstag läuft die Gasversorgung in Europa wieder normal. Alle Transitsysteme seien in sämtliche Richtungen wieder funktionsfähig und in Betrieb. Das teilte die Betreiberfirma GasConnect am Mittwoch mit. Der aus Russland kommende Gasstrom war wegen des Unfalls unterbrochen worden. Abnehmer sind verschiedene europäische Länder, darunter auch Deutschland und Italien. Italien hatte nach dem Unfall den Notstand ausgerufen. Der Gaspreis verteuerte sich um 215% und kletterte auf bis zu 75 Euro pro Megawattstunde. Der italienische Wirtschaftsminister Carlo Calenda sprach von einem ernsthaften Problem bei der Versorgung und war der Ansicht, man hätte den Notstand wegen dieses Versorgungsmangels nicht ausrufen müssen, gäbe es schon die geplante Trans-Adria-Gaspipeline, die von Aserbaidschan nach Italien führen soll. Endverbraucher seien dank Lagerbeständen nicht betroffen gewesen.